hier ein ganz neues Gesicht. Ich moderiere heute zum ersten Mal die Montagsdemo. Und muss ehrlich gestehen, ich bin auch etwas aufgeregt. Mein Name ist Sida Dinide. Ich bin aktiv bei der Gruppe Gewerkschafter gegen Stuttgart 21. Und wie man das ja aus meinem Nachnamen auch heraushört, habe ich türkische Wurzeln und damit eben aber auch einen ganz besonderen Bezug zu Taksim und zur Gezi-Bewegung. Und ich bin froh, dass wir vielleicht dass auch die Montagsdemo, auch die Bewegung gegen S21 vor wenigen Monaten eine große Solidaritätsbrücke aufgebaut hat. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, bevor ich unseren ersten Redner anmoderieren möchte, möchte ich Ihnen noch wichtige Hinweise vorab mitgeben. Wir hatten ja in den letzten Tagen wirklich turbulente Ereignisse, auf die wir auch heute auf der Montagsdemo eingehen wollen, beziehungsweise unsere Redner auch darauf eingehen wollen. Und turbulent waren nicht nur die Ereignisse, sondern sind oder ist auch das Wetter. Und da reicht ja auch der Blick nach oben. Jetzt ist ein bisschen dunkel. Aber heute Abend sind sehr starke Windböen angekündigt. Und es gibt die Verabredung, ab der Windstärke 5 die Montagsdemo abzubrechen, inklusive Demozug, weil wir sagen, Sicherheit geht vor. Und ich hoffe und wir hoffen, dass Sie auch dazu oder dafür auch ein großes Verständnis haben. Aber trotzdem, wir haben einen Anlass zum Feiern. Bei mir wurde eben vorhin gesagt, vorgestern, vor genau 4 Jahren, fand die erste Montagsdemo statt. Unser Stichwort Bürgerbegehren, der jetzt schon seit 2 Wochen läuft. Und da bitte der Hinweis, die Unterschriften werden weiterhin gesammelt. All jene, die noch nicht unterzeichnet haben, der Stand für das Bürgerbegehren steht unter der Bushaltestelle. Bitte hingehen, unterzeichnen und ganz wichtig, bitte die Liste vollständig ausfüllen. So, und jetzt auch zu unserem nächsten Redner. Und damit möchte ich auch überleiten zu unserem Motto, weil darauf wird auch unser erster Redner eingehen. Unser Motto für die heutige Montagsdemo ist eigentlich auch gleichzeitig eine klare Botschaft. Hände weg vom Rosensteinpark! Die Deutsche Bahn beharrt weiterhin darauf, für sein unnützes und ebenso kostspieliges Projekt Natur und Lebensraum zu zerstören. Am vergangenen Dienstag, am 22. Oktober, wurden die ersten Bäume am Rosensteinpark gefällt. Sagen wir. Herzlich willkommen, Thomas.